Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Lang ist es her, dass ich ein neues Video gepostet habe. Das sollte jetzt wieder regelmäßiger funktionieren. Deshalb wäre es cool, wenn ihr ein Abo oder ein Like da lässt, um natürlich auch informiert zu bleiben. Im heutigen Video soll es über meinen Wechsel vom MacBook Pro 13 Zoll aus Mitte 2020 auf das Razer Blade 14 aus 2021 gehen und warum ich eigentlich gewechselt bin. Aber fangen wir von vorne an. 2020 habe ich mir das MacBook Pro 13 Zoll mit 32 GB RAM, einem i7 mit 2,3 GHz und einer 1 TB SSD gekauft. Grundsätzlich habe ich den Laptop für den Schnitt von Videos, für Bildbearbeitung, für die Uni und natürlich auch private Zwecke genutzt. Anfangs war ich natürlich zufrieden, nur nach der Zeit sind mir so ein oder zwei Dinge aufgefallen, die mir nicht so gefallen haben. Der größte Negativpunkt war die Akkulaufzeit. Speziell ist mir das in der Uni aufgefallen, weil dort war das MacBook eigentlich in Dauereinsatz, das heißt von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr abends, und dort musste es nicht mal prozessoraufwendige Aufgaben erledigen. Da spreche ich jetzt von zum Beispiel Notizen mit Word mitschreiben oder Recherchen im Internet durchführen. Und trotzdem war nach 4 bis 5 Stunden Schluss. Apple verspricht laut Produktbeschreibung bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit. Diese 10 Stunden, die sind nicht mal ansatzweise mit dem MacBook Pro 13 Zoll aus 2020 möglich. Beim Schnitt von Videos ist mir das auch speziell aufgefallen, denn nach 1 bis 2 Stunden war da auch schon Schluss. Natürlich ist der Schnitt von Videos prozessoraufwendig, trotzdem kann man von einem High-End-Rechner ein bisschen mehr erwarten. Auch in Bezug auf Performance habe ich einige Probleme feststellen können. Beim Schnitt von 4K-Projekten in Premiere Pro fängt das MacBook mit bei mehr als 2 bis 3 Videospuren langsam an zu stottern, beziehungsweise der Schnitt ist nicht mehr flüssig möglich. Ehrlich gesagt habe ich mir da schon etwas mehr erwartet. Das MacBook hat 32 GB RAM, einen i7 mit 2,3 GHz und man kann kein 4K-Material flüssig schneiden. Da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht. Ich konnte auch feststellen, dass der Laptop beim Anschluss von externen Monitoren auch extrem an Leistung verliert. Beim Schnitt von Videos ist das natürlich nicht so optimal, denn wenn man schon 4K-Material benutzt, möchte man das auch flüssig schneiden, und das war dann auch mit dem MacBook auf einem externen Monitor nicht möglich. Manche würden sich jetzt natürlich fragen, warum sollte ich wieder zurück zu Windows wechseln? Das ist eigentlich ganz einfach. Razer hat einen 14 Zoll Laptop herausgebracht mit einem Ryzen 9 5900HX mit 3,3 GHz, 16 GB RAM, einer 1 TB SSD, einer Nvidia GeForce RTX 3600 und einem 144Hz Monitor. Noch irgendwelche Fragen? In den ersten Tests konnte ich schon einige Verbesserungen feststellen. Das sind zum Beispiel die Akkulaufzeit. Bei normalen Office-Tätigkeiten konnte ich bis zu 7 Stunden lang arbeiten. Das sind im Vergleich zum MacBook Pro 13 Zoll aus 2020 fast 2 bis 3 Stunden mehr Akkulaufzeit. Auch beim Schnitt von Videos konnte ich eine Akkulaufzeit von bis zu 3 bis 4 Stunden herausholen. Das sind auch im Vergleich zu MacBook Pro 1,5 bis 2 Stunden mehr Arbeitszeit. Auch in puncto Performance kann sich der Laptop sehen lassen, denn der Razer Blade 14 kommt mit 4K-Material einfach besser klar. Natürlich ist das Schneiden mit Premiere Pro auf Windows gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das ist das kleinste Übel. Im Vergleich zum MacBook Pro 13 Zoll aus 2020 kann man einfach besser mit mehr Videospuren mit 4K-Material schneiden. Es ist einfach flüssiger und damit einfach auch praktikabler für jemanden, der das öfters macht. Ein detailliertes Video zum Razer Blade 14 Zoll 2021 wird in den nächsten Wochen folgen. Was denkt ihr über den Wechsel? Würdet ihr beim MacBook Pro bleiben oder würdet ihr auch zum Razer Blade 14 wechseln? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, mich würde es freuen.
Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Und ja, bis dann und ciao.